Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Video, worauf ich lange gewartet habe, also zumindest auf das Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich so lange auf das Video gewartet habe. Wir reden von einem Auto, welches mich höchstwahrscheinlich zur Elektromobilität zwingen wird, ja? Und zwar der wunderschöne Audi GT e-tron RS. Da ist er, Leute. 646 PS, 830 Newtonmeter Drehmoment. Von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Was eine Ansage, ja? Man muss sagen, Audi hat es geschafft, dass ein Mensch wie ich, der eigentlich einen Klang braucht, Verbrennersound, man fährt in den Tunnel, einen Gang runterschalten, ne? Ihr kennt das alle, Fenster runter und es blubbert hinter einem, dass ich sagen würde, das könnte mein nächstes Auto sein. Und ich habe Bilder vom Prototypen damals gesehen und ich war so gespannt, wie wird das finale Produkt aussehen. Dann war ich in Hamburg und durfte ihn eine Probe fahren. Und jetzt hatte ich 2 Wochen Zeit, dieses wunderschöne Kfz durch die Straßen zu fahren. Und ich gebe euch so ein paar kleine Sachen, die zeigen, wie viel Liebe zum Detail bei diesem Auto in drin steckt. Ja? Wir beginnen mal mit der Front. Ich meine, als erstes muss ich sagen, für mich mit Abstand, wirklich mit Abstand, die schönste Front, die Audi jemals gebaut hat. Ja? Sie ist nicht nur aggressiv, sondern auch elegant, ja? Und bietet im Konfigurator unfassbar viele Möglichkeiten zu variieren. Ja? Wir fangen mal mit diesem Schema hier an. Ihr seht, hier haben wir schwarze Designelemente. Ja? Das ist alles schwarz. Ne? Und hier vorne, das ist ebenfalls schwarz. Und wir haben hier so eine Art leichtes Wabenmuster, was so einen Kühlergrill von Audi anhauchen soll, aber es nun mal nicht ist. Aber das Coole ist, das hier könnt ihr zum Beispiel in Wagenfarbe auswählen, ja, dass sich das hier mit hier ergänzt. Oder ihr könnt auch noch ganz viele andere Spielereien ausprobieren. Es gibt im Konfigurator unfassbar viele Möglichkeiten und da variiert das Auto immer. Und zum Beispiel, ich hätte ihn sehr, sehr, sehr gerne komplett in weiß. Und dann würde ich das hier schwarz lassen, ja, das hier aber weiß. Und dann würde es aussehen wie ein Sturmtruppler aus Star Wars Episode 9. Ja. Also man kann wirklich im Konfigurator wirklich sehr, sehr, sehr viel rumspielen. Dann haben wir das Audi-Logo in schwarz, ne, und diese Front, diese Breite einfach, ja, fast 2 Meter breit das Auto. Und dann zieht sich das einmal komplett durch. Für mich einfach wirklich ein unfassbarer, schöner Look, wenn das Auto auch auf dich zufährt. Und jetzt müssen wir mal aber zu diesem Lichtdesign kommen. Es gibt 3 Stufen vom Lichtdesign. Ja? Punkt 1 ist ganz normale LED-Lampen. Ja? Dann kommen die LED-Matrix-Lampen. Das ist so, dass das Auto, du fährst, ja? Und dann reguliert das Licht selber. Wenn du ein Auto vor dir hast, dann weicht das Licht praktisch um das vordere Auto aus. Somit wird niemand geblendet. Und jetzt kommt die Steigerung und das sehen wir hier. Audi Laserlight. Ja? Und ab 70 km/h ist es so, dass sich das Laserlight verdoppelt von der Reichweite her. Ja? Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich hell und man hat wirklich das Gefühl, man fährt tagsüber. Ne? Also hier wird richtig schön ausgeleuchtet, die Straße, und das ist natürlich auch ein sehr guter Sicherheitsaspekt. Und man sieht hier auch, ne, die ganzen schönen Details im Licht. Also Audi schafft es immer, ein Lichtdesign zu erschaffen, was meiner Meinung nach sehr einzigartig ist. Ne? Aber wie gesagt, die ganze Front gefällt mir also wirklich zu 100%. Auch hier die ganze Sportlichkeit, die allein in dieser Motorhaube verbaut ist. Ne? Es geht hier wirklich kurz nach unten, nachdem wir diese Kante hier haben. Und dann zieht sich das hier an diesem Winkel hier nochmal schön hoch, komplett in das also zum Design des Fahrzeugs. Also sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und ich bleibe dabei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, findet ihr nicht auch, dass diese Front wirklich schön ist? Und welche Farbe würdet ihr euch das Auto holen? Ne? Also ich würde ihn in Weiß oder in Rot holen. Dann gehen wir mal zum Profil des Fahrzeugs. 21 Zoll Felge, Leute. Und das ist nicht irgendeine Felge. Im Konfigurator habt ihr schon serienmäßig die Möglichkeit, Felgen auszusuchen, die in der Aerodynamik, durch die Aerodynamik die Reichweite steigern. Ja? Und hier ist es so, dass wir die maximale Ausstattung sozusagen haben. Und wir haben hier so eine Art Schaufel. Ja? Ihr seht das, die Felge ist praktisch wie so eine Schaufel. Und die generiert immer wieder eine gewisse Reichweitenverlängerung durch die Aerodynamik, ja? Die hier in das Felgendesign eingearbeitet wurde. Was ich aber sehr, sehr verrückt finde, ist, wir haben ja hier den Audi-Bremssattel. Ja? Den Audi-Sport-Bremssattel in Knallrot. Rot, ja, hinter der fetten Keramikbremse, ne, also das ist schon mal sehr, sehr sportlich. Die Felge, die frisst nun mal eben ein bisschen so den Anblick, aber beim Fahren jetzt letztendlich nicht mehr.
Der entscheidende Punkt ist aber, den ich ansprechen möchte, hier passt nicht mal, also oder vielleicht ganz knapp eine Münze zwischen Felge und Bremssattel. Ne? Das ist wirklich hier ist wirklich finito, also Finger kriegst du da nicht mehr rein. Und das ist wirklich verrückt, wie knapp das ist, aber es geht. Ja? Wir haben hier zahlreiche Lufteinlässe, die auch wirklich da sind. Ne? Wir müssen natürlich auch die Bremse kühlen hier und auch, ne, das zieht sich hier durch, auch den Reifen. Und zum Beispiel auch hier dieser Lufteinlass ist kein Fake, ja? Der geht hier durch. Und ich finde, das hat so ein bisschen was vom Taycan, basiert übrigens auch auf dem Taycan so ein bisschen. Ja, der Wagen, also das Fundament ist ein bisschen auf dem Taycan aufgebaut. Und dann haben wir hier wirklich einen Lufteinlass, der auch komplett durchgeht und steht noch mal ein bisschen hervor mit einer Kante. Ne? Sorgt auch noch mal für Sportlichkeit. Aber Leute, diese ganzen schönen Carbon-Sachen. Oh, guckt euren Carbon-Rückspiegel, Leute. Carbon-Dach, ja. Carbon-Einstiegsleisten, ne? Und dazu noch das Daytona-Grau, so nennt sich die Farbe, Daytona-Grau, ja, das ist die Farbe. Und wenn wir mal gucken, Leute, diese ganzen Linien hier, ne, die sich bis nach hinten zieht, das hier ist mein Lieblingsdesign-Element am e-tron, das hier, ja. Das fängt hier in der hinteren Tür an und zieht sich einmal komplett durchs Heck, wie so eine Art Bug von einem Schiff, ne, ihr seht gleich, was ich meine. So, Kinders, jetzt reden wir mal wirklich über dieses schöne Heck, oder? Dieses Lichtband, guckt euch dieses Lichtband an, ja. Es geht einmal komplett durch. Im Dunkeln auf der Autobahn, Leute, du hast das Gefühl, dass das Auto aus der Zukunft an dir vorbeizieht, ja. Und du hast nicht mal ein Geräusch, ja, weil es ist elektrisch. So, Audi e-tron GT-Logo in schwarz. RS-Logo schwarz, ja. Dann haben wir hier, das ganze Lichtdesign ist wirklich auch 3D. Ne? Man sieht, ich kann es ja auch wirklich umfassen. Und dieses Lichtband zieht sich, wie gesagt, einmal komplett durch. Und wenn ihr das Auto halt, ne, ihr kennt das ja bei Audi, aus der Entfernung ausschließt, dann ist es so, dass hier wirklich auch eine Animation generiert wird. Bei den RS-Modellen ist es so, dass hier tatsächlich auch ein Spoiler verbaut ist, der ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausfährt. Das habt ihr im Hamburg-Video gesehen. Den könnt ihr aber auch manuell ausfahren. Und hier das schwarze Audi-Logo nochmal. So, jetzt kommen wir aber, ne, das ist übrigens das schwarze Designpaket, was wir hier haben. Kommen wir einmal zum Diffuser. Hier auch nochmal Carbon, Leute. Alles Carbon hier, ne? Also das ist wirklich eine Geschichte für sich, ja. Sehr, sehr schönes Heck. Ich muss sagen, ich möchte nochmal kurz auf diese Linie ansprechen, die da drüben anfängt. Diese breite Backe hier auch. Seht ihr das, wie die Tür einfällt und diese breite Backe hier? Und dann geht das einmal komplett hier rum, ne? Also sehr, sehr schönes Fahrzeug. Und mir gefällt das ganze Design, das ganze Konzept des Autos äußerlich wirklich für mich. Eine 10 von 10. Ich habe an dem Design des Fahrzeugs nicht zu kritisieren. Aber wir können mal gucken, ob wir den Blinker... Machen wir den Blinker-Check. Typisch Audi haben wir natürlich auch animierte Blinker. So wie vorne, auch hinten. Ja? Und das ist eben das, was ich meine, diese ganze Liebe zum Detail. Ne? Was hier alles verbaut wurde und so weiter. Ah, was ein schönes Fahrzeug. Also ich bin ganz ehrlich, hätte ich mir nicht ein anderes Auto bestellt, hätte das mein anderes Auto werden können. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Optik haltet, von außen, aber wir müssen natürlich noch einen kleinen Test machen. Wie groß ist eigentlich der Kofferraum? Oh, der ist auf jeden Fall sehr groß. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist der so groß, dass man sich da reinlegen könnte? Ja, ich meine, wir können es ja mal testen. Ne, dann gehen wir mal hier rein. Oh Gott, okay, warte, ich habe hier die Ladekabel. Ja? Ja? Was man nicht alles macht, Leute, ne? Dafür haben wir den Daumen nach oben verdient. Ja, also wenn jetzt hier nicht die Ladekabel wären, würde ich hier schon reinpassen. Schon ein schönes Auto von außen auf jeden Fall. Ja, was haben wir denn? Assistenzpaket Parken, Assistenzpaket Stadt, Assistenzpaket Tour, Audi Phonebox, Außenspiegel, Gehäuse in Carbon. Also, sehr viel, wie ihr seht. Ne? Wir haben hier Funktionen über Funktionen in diesem wunderschönen Auto. Aber mir geht es um eine Sache immer, wenn ich ein Auto fahre. Ja? Wie fühle ich mich in dem Auto und umschließt mich das Auto? Ja. 100% gegeben. 100% gegeben. Du sitzt so tief in diesem Auto. Du kannst natürlich auch höher sitzen, ne, wenn du willst. Also kannst ja, du musst ein bisschen aufpassen. Du hast auf jeden Fall hier sehr viel Platz. Und man muss aber sagen, man sitzt so, dass man wirklich das Gefühl hat, man fährt in einem Wohnzimmer durch die Gegend. Es ist sehr bequem. Massagesitze sind da, Leute. Sitze können gekühlt werden. Sitze können beheizt werden. Man hat tatsächlich ein wunderschönes Lenkrad, ja, was auch sehr griffig ist. Ne? Es ist nicht komplett rund, sondern unten wie bei Audi immer so typisch, haben wir hier so eine gerade Linie. Ja? Lenkradheizung, alles ist da. Und was ich sehr verrückt finde, Carbon, Carbon, überall Carbon. Audi haut Carbon in den Wagen. Aber eine Sache, Audi, die ich nicht verstehe, Klavierlack, Klavierlack. Ja, das sorgt dafür, da wirst du bekloppt. Also ich bin jemand immer, ne, Staub, ich hasse es. Ich kann es euch beweisen. In jedem Auto ist das dabei, Leute. Staub. Ich hasse Staub in Autos.
Und ich muss Audi aber auch wieder loben. Tatsächlich haben wir hier oben einen sehr großen Bildschirm jetzt, ja, der auch sehr schnell reagiert und so weiter. Der typische Audi-Bildschirm, die Navigation, das kennen wir ja alles, ne, von den ganzen anderen Modellen. Aber hier unten sind Knöpfe, wo wir die Klimaanlage einstellen. Endlich können wir wieder Knöpfe bedienen, ja. Und diese ganze, also dieser Bildschirm aus den anderen Modellen, ja, der ist cool, aber irgendwie auch ein bisschen überflüssig. Und ich finde das mit den Tasten viel, viel, viel cooler, ne. Und wie das alles hier so schön eingearbeitet ist, auch mit den Sitzen, Leute. Ich muss mal zu den Sitzen kommen, ne. Also diese Sitze, Leute, da sitzt du wirklich drin. Also ich bewege mich null. Also da kannst du auch mit 90 in eine Kurve reinpfeffern, ne? Das geht alles. Und man muss sagen, was ich sehr, sehr schön finde, dieses Auto steht ja für Nachhaltigkeit. Das möchte Audi auch wirklich mit allen Fasern ihres Körpers, wenn sie einen hätten, signalisieren. Ne? Und es gibt die Möglichkeit, ja, Leder oder Kunstleder haben wir hier am Start. Ne? Aber ihr könnt auch einen Bezug holen, der aus recycelten Stoff, also aus nachhaltigen Stoffen steht. Und das ist so ein Stoffbezug, ja, und den hat man halt wiederverwendet, ne? Oder den kann man auch wiederverwenden. Also sehr, sehr schön, und das unterstreicht natürlich nochmal das ganze Konzept des Fahrzeugs, eben die Nachhaltigkeit. Aber für mich wirklich, der Innenraum gefällt mir richtig gut. Also auch, muss ich ganz ehrlich sagen, der schönste Innenraum, den Audi jemals gebaut hat, sage ich euch ganz ehrlich. Also das ist alles, wirklich, alles ein Traum hier, alles ein Traum. Wie lädt man eigentlich ein Elektrofahrzeug auf? Bisher war es ja auf meinem Channel immer so, dass ich euch Verbrennerfahrzeuge gezeigt habe. Ja, Tankstelle, dann geht's los, ne? Super rein und Abfahrt. Ne? Aber hier ist es jetzt anders. Strom, Leute, elektronisch. Ja? Und am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss diese Mechanik erstmal verstehen. Aber wenn man es einmal raus hat, ist es natürlich simpel. Ja? Und wie funktioniert's? Komm mit, ich zeig's euch. Okay, wir haben auf der Beifahrerseite die Möglichkeit, etwas schneller zu laden. Ja, ihr seht es gerade, es ist einmal über einen CCS-Anschluss, läuft das Ganze bis zu 270 Kilowatt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Ansage. Und das Interessante ist, laut Audi dauert von 5% auf 80% das Laden einfach 23 Minuten. Und man kann das super beschleunigen, weil wenn ihr zu einer Ladesäule fahren wollt, dann gebt ihr das im Navigationssystem an. Das Auto erkennt das und heizt die Batterie vor. Ja, also die Batterie wird warm und dadurch wird das Laden beschleunigt. Solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr zu einer Ladesäule fahrt, unbedingt dem Auto über Navigation kommunizieren. Hey, ich will laden. Ne? So, und dann ist es ganz simpel. Also als erstes öffnen wir diese Klappe hier. Ne? Das Auto muss natürlich komplett aus sein. Und im Parkmodus, ja, darf sich nicht bewegen. So, dann, logischerweise, ne, darf sich das Auto nicht bewegen. So, also Auto steht, dann macht ihr die Klappe auf, ihr holt euch den wunderschönen Stecker, haut ihn dort rein, ja. Ihr seht, hier ist auch ein L drauf, das heißt, das ist die stärkste Leistung. Ne? Und ihr habt hier oben, wenn ihr mal schaut, eine Lampe, die euch angezeigt wird. In dem Fall ist sie gerade grün, die blinkt grün. Ne? Wenn die rot blinkt, ist ein Kommunikationserror da, dann würde ich euch empfehlen, das hatte ich auch einmal, eine andere Ladesäule ausprobieren, ja, nicht direkt verzagen, sondern einfach eine andere Ladesäule ausprobieren. Und wir haben hier drin die ganzen verschiedenen Statusmeldungen. Aber ihr seht, gerade blinkt es grün, das heißt, es lädt relativ schnell. So, und jetzt kommt der Clou. Man hat dann hier so eine Karte, zack, von Audi, ja, und diese Karte, ne, die nimmt man dann und hält die an der Ladesäule. Wenn ihr mal guckt, hier könnt ihr das dann sehen, wie schnell das Ganze lädt, ja. Wir sind jetzt bei 75%. Und hier wird gerade mit 122 kW geladen, weil wir uns langsam den 80% nähern. Ja? Das bedeutet, bei 80% mindert sich die Ladeleistung und die letzten Prozent, also von 80 auf 100, dauern etwas länger. Ne? Aber das kann man alles sehen. Wir stehen jetzt insgesamt 16 Minuten hier. Als wir hergekommen sind, waren das um die, ich glaube, wir hatten noch 10% oder sowas. Deswegen finde ich die Zeit eigentlich völlig okay. Und man muss auch sagen, solche Ladesäulen gibt es in Deutschland jetzt schon häufiger. Ne? So, da sind wir auch schon fertig, Leute. Geladen ist er. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Reichweite. Wir sind bei 86%. Die letzten Meter, also von 80 auf 100, lädt er etwas langsamer. Aber wir gucken jetzt mal. Ne? So, Stecker raus. Fertig. So, dann schauen wir mal, wie viel Reichweite wir jetzt haben. Dann schauen wir jetzt mal, wie viel Reichweite wir haben. Also 86% ist geladen. Ja, bitte warten. 326 Kilometer können wir jetzt noch fahren. Ja, ich denke, wenn wir auf 100 gegangen wären, wären schon über 400. Ich glaube, 448 ist das Maximum, wenn man 100% hat. Aber die letzten Meter, also von 80 auf 100, lädt er halt deutlich langsamer. Ich stand, glaube gerade, was stand da? 40, 50 kW nur. Aber von 0 auf 80 mit 270, also ne, die letzten Meter, ihr seht es halt, dauert es halt länger.
Hm? Okay. So, liebe Leute, jetzt sind wir auf der Autobahn. Kein Tempolimit, ja? 0 auf 100 in 3,3 Sekunden bei 840 Newtonmeter Drehmoment und 646 PS. Das Auto wiegt knapp 2,5 Tonnen und ist fast 5 Meter lang und 2 Meter breit. Also ist schon mal eine ordentliche Ansage. Und jetzt zeige ich euch das mal hier. Wenn man einmal reinlatscht, ja, man hat sofort das Ansprechverhalten aufgrund der Tatsache, dass du ja wirklich hier den absoluten Powerboost hast durch die Elektronik, ne? Und dieses Auto, ich sage dir, das macht so Spaß zu fahren. Du hast ein sehr sportliches, aber auch komfortables Fahren, weil du kannst nämlich ja, mit Drive Select, das kennt ihr ja durch Audi, ne? Das sind ja die Funktionen, die man einstellen kann, wie das Fahrwerk ist, wie die Beschleunigung ist, wie das Lenkrad sich anfühlt und so weiter und so fort. Das kannst du ja alles einstellen und ich habe jetzt alles auf sportlich und jetzt, wenn ich wirklich mal einmal durchtrete hier, ja, wir sind direkt bei 200, ne? Das ist, und man merkt diese 200 gar nicht, weil das Auto eine gewisse Masse hat, aber es ist trotzdem verrückt, was für eine Leistung hier abgerufen wird, ne, bei dem Fahrzeug. Also 2,5 Tonnen, ja, ist okay. Und ich finde, wir können das jetzt Ganze nochmal testen. Pass auf, wir sind jetzt gerade bei 88 oder 190 Stundenkilometer. Ja, also du kannst schon ruhig mit einem Elektroauto wie dieser Art und Weise schon etwas schneller fahren. Aber wir werden mal ein bisschen langsamer. Warte mal. So, wir sind jetzt, ich versuche mal ein bisschen runter zu gehen. So, wir sind jetzt bei 140. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 130. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. So, 120. Okay, jetzt lassen wir den Kollegen mal vorbeiziehen. Und wir haben hier, wie gesagt, kein Tempolimit. Das heißt, wir können es mal ausprobieren. Ich trete jetzt mal voll rein. Ja, 250 km/h ist die maximale Leistung, die man hier erreichen kann. Finde ich aber auch in Ordnung. Ich meine, reicht ja auch, ne? Und jetzt haben wir hier frei. Jetzt können wir die versuchen mal zu erreichen. Ja, oh, warte mal, es geht noch höher. Ja gut, 258, das reicht mir dann auch. Ja, es ist verrückt. Also, und man hat gesehen, dass die Reichweitenanzahl sehr, sehr wenig gesunken ist. Ich hatte jetzt echt die Vermutung, dass das Ganze sich auffrisst praktisch. Reichweite, adieu! Aber das ist tatsächlich nicht so. Ne? Die Reichweite durch die Rekuperation des Bremsens lädt sich die Reichweite hier auch wieder auf. Ne? Man sieht das, wenn ich jetzt bremse, steht hier wieder Charge. Also ist jetzt nicht so, dass das wirklich sich in Grund und Boden dann frisst. Ne? Ja. Also rundum fahren wirklich ein absolutes Traumauto. Man hat wirklich ein sehr komfortables Fahren. Man hat ein sehr sportliches Fahren. Man ist sehr schnell. Also ne, die Leistung, ich habe es euch gerade gezeigt. Die Reichweite ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Man muss nur ja drüber nachdenken, das Laden ist halt der entscheidende Punkt. Von 80% auf 100 würde ich schon mal sagen, dauert es nochmal so 10, 20 Minuten, während man von 0 auf 80 auch 20, so 23, 24 Minuten braucht. Also insgesamt ist man dann schon, wenn man den komplett lädt, würde ich sagen, so 30, 40 Minuten an der Ladesäule. Und ja, das ist schon, ne, auf Langstrecke, wenn du den jetzt hier mit 488 Kilometer Reichweite komplett aufladen willst, dann stehst du bestimmt zweimal. Ne? Also Köln-München könnte ich jetzt, glaube ich, nicht durchfahren. Ach Leute, wenn ihr dieses Video seht, da ist der e-tron einfach schon weg. Er ist schon im Besitz von jemand anderem wieder. Das ist wirklich ein absolutes Traumauto. Der Audi RS e-tron GT. 646 PS. Zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht, das glaubst du gar nicht. Du trittst ins Gas von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden und du merkst richtig, wie dein Kopf so... Ja. Damals in Hamburg hatte mein Beifahrer, der hatte tatsächlich, der hat beinahe gereiert, Leute, weil es hier für eine Performance, für ein Ansprechverhalten, was für ein Fahrwerk, ja, und dieses Optische noch auf alles zusammengepackt, ja, als Geschenk, ja gut, Geschenk kann man nicht sagen, ist ein teures Geschenk. So wie das Auto hier steht, ab 170.000 Euro, ja, jetzt Schnappatmung, ja, ich kann das ganz, ganz wirklich nachvollziehen, aber es lohnt sich meiner Meinung nach, vor allem dieses Auto ist, und jetzt sage ich eine Aussage, die wirklich, ja, die wirklich schon eine Nummer für sich ist. Das Auto ist für mich komplett konkurrenzlos und spielt wirklich in seiner eigenen Klasse. Ist für mich so und wird es auch immer bleiben. Ja, das war mein Video zum Audi e-tron GT RS oder Audi RS e-tron GT. Den Titel, den muss man erstmal auswendig lernen. Und es gibt ja noch das etwas schwächere Modell, ne?
Aber da könnt ihr euch nochmal informieren im Internet. Da gibt es auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Design-Anpassungsmöglichkeiten. Aber das RS-Modell ist halt eben top of the notch, wenn man so möchte. Kleiner Punkt noch zum Schluss. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, liebe Kinners, ich habe mir ein Mikrofon besorgt, ein besseres. Dummerweise, ich muss das ganz kurz auflösen, ich war wirklich echt der intelligenteste Mensch der Welt. Ich habe mir eine neue Kamera geholt, die Sony A7 S3, mit der die Alex gerade filmt. Hallo. Und man muss eine Sache sagen, das Problem war, ich habe dann ein Mikrofon oben angesteckt, ein Richtmikrofon. Und anstatt, dass ich das Kabel von dem Mikrofon in den Mikrofonslot tue, wo tue ich es rein? In den Kopfhöreranschluss. Und damit, Leute, sage ich immer tschüss, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst es auf jeden Fall sein. Oder auch nicht. Ihr müsst ihr selber entscheiden. Und hier sind jetzt noch zwei Videos, die ich euch empfehlen kann. Ja, ich bin mit dem Audi R6 gefahren und danach muss ich meine Schuhe wegschmeißen, Leute. Die habe ich mir brandneu gekauft. Die muss ich dann wegschmeißen. Warum, seht ihr alles in dem Video. Und natürlich noch ein weiteres Video. Und folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich Dennis Wert und da gibt es auch noch ein paar Fahrzeuge, die es nicht auf YouTube schaffen oder wofür ich jetzt eigentlich nur Bildmaterial mache, solltet ihr auf jeden Fall auch einziehen. Dankeschön und ich sag nur, ciao.